Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Serranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW PvP mit unserer Paladinin Aletris, unserer Blutelfin hier am Start im Auge des Sturms. Und ja, letzte Runde haben wir im Tempel von Khatmogu richtig ordentlich auf den Sack bekommen. Allerdings wollen wir das jetzt ein bisschen besser machen. Und ich würde auch direkt vorschlagen, wir machen direkt mal einen Stepper hier hinten hin, gucken, dass die Kollegen hier ein bisschen schneller sind. Mit Aura des Kreuzfahrers kriegen den Bonus auch alle. Das ist eigentlich immer eine nice Sache. Und dann würde ich sagen, können wir mal direkt durch zum Magierturm. Der Ork-Todesritter hier kommt auch mit, der gute Rodan. Oder sorry, sie eher gesagt. Und ja, ich bin gespannt. Wir kriegen hier noch einmal Zeitkrümmung mit rein. Und jetzt geht's auch direkt schon los. Ja, okay. Das klappt schon mal ganz gut. Ah, okay. So, das hat gut funktioniert. Mehr oder weniger. Haben jetzt hier zumindest schon mal die Leute hier aus dem Weg geräumt. So, aber. Ah, okay, scheiße. Jetzt haben wir hier unser. Haben wir noch irgendwie einen Dot oder so drauf gehabt. So, gehört auf jeden Fall uns schon mal. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt ist die Frage, wer kommt jetzt hier? Wir wollen uns hier mit Sicherheit an den Karren pissen. Da hinten kommt schon ein DK, der auf jeden Fall hier wieder Stress machen will. Und hier rein möchte. Ich würde vorschlagen... Das ist zu weit entfernt. Na, okay. Na. Das will ich eigentlich nicht. Ich hoffe, der Kollege verabschiedet sich jetzt hier mal. Oh mein Gott, meine Augen haben echt Schwierigkeiten, sich hier an die Dinge zu gewöhnen. Ach, sehr schön, das hat funktioniert. Das freut mich. Meine Augen haben echt Schwierigkeiten, sich hier ans Dings zu gewöhnen. Ans Licht vom Monitor irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woran das liegt. Manchmal ist es irgendwie empfindlich. Dem können wir übrigens mal hier sein Abzeichen klauen. So, 4 Silber. Übrigens eigentlich auch lächerlich, was man hier bekommt an Loot. Wenn man die Gegner lootet. Ist irgendwie bescheuert, aber... Naja, ist irgendwie so. So, aufs Uhrturm drauf. Und wir können die Base jetzt hier theoretisch halten. Wir können aber auch weiterziehen. Da hinten haben wir auch alles Roger da hinten. So, okay, wir sollten gegebenenfalls in der Mitte aushelfen, obwohl, da hat er es gerade auch schon geschafft. Und da sind sie halt jetzt ordentlich am Zergen. Deswegen haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen halt mit da in den Zerg rein, obwohl da die ganze Zeit halt Leute nachkommen. Die werden jetzt auch hier zurückgedrängt. Ich denke, das wäre vermutlich nicht so die beste Entscheidung. So, Blutelfenturm ist weg. Da hat scheinbar jemand, war hier scheinbar jemand am Start. Aber aktuell, wir sind in Führung, hier sind die ganz gut beschäftigt. Also sieht erstmal, würde ich sagen, ganz in Ordnung aus. So, Na, wir können halt eigentlich theoretisch mit in den Zerg gehen. Na, weil da wird jetzt so schnell keiner hinlaufen und das versuchen einzunehmen. Okay, die werden jetzt gleich hier zu uns kommen. 1000%ig. Obwohl 500 zu 200, das sieht erstmal gut aus. Wir sollten jetzt hier defensiv gehen und ein bisschen deffen. Oben auf unserem Uhrturm hier. Ich finde übrigens das Mount Special von dem hier echt ganz geil. Ganz lustig gemacht. Vor allem, dass der sein Aussehen ändert anhand der Jahreszeiten, finde ich auch geil. So, aber jetzt gehen wir in die Mitte und drücken mal von hinten durch. Aufgrund dessen, dass die jetzt alle da stehen. Dann kann man jetzt schön von hinten das Feld aufräumen. Ich denke, das wäre gar nicht so verkehrt.
Na, okay, der Kollege. Na. Ich möchte eigentlich nur. Na, okay, wir sind nicht mehr weggekommen. Schade. Schade, schade, schade. Das hat nicht mehr gereicht. Aber ich würde sagen, tendenziell sieht es gerade eigentlich echt ganz gut für uns aus. Da kann man sich eigentlich jetzt eher weniger beschweren. Das Einzige, was halt echt bitter ist als Hortler, ne? Ich meine, wir sind jetzt hier mit dem zumindest Full Ehre Gear. Das interessiert uns eigentlich eh nicht mehr. Aber man bekommt wesentlich weniger Ehre als bei der Allianz. Da hat man auch diesen Einberufungsbonus und so. Den hast du hier bei der Horde halt eigentlich nicht, weil, ja, gibt halt genug Hortler tatsächlich. So, okay, die kommen jetzt hier an den Start. Wir sollten auf jeden Fall schon mal gucken, dass wir den hier irgendwie holen. Aber das sieht doch schon mal eigentlich ganz ordentlich aus. Ah, perfekt. Ja, sehr schön. Das hat gut funktioniert. Haben wir die mal eben kurz aus dem Weg räumen können. Jetzt einmal hier irgendwie gegenhealen, obwohl wir gerade eh kein Damage kassieren. Und dann sieht das doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Da haben wir den Turm hier schon mal gut gehalten. Teufelsherr-Ruinen gehören auch nach wie vor uns. Hinten die Blutelfen-Ruinen auch. Ne, das ist der Blutelfen-Turm. Das sind die Draenor-Ruinen, sowas. Ja, jetzt kann man, weiß man schon nicht mehr hier, wo links und rechts ist. Mensch, Mensch, Mensch. So, aber wir gehen jetzt mal in die Mitte. Obwohl, dann ist die Base hier alleine. Allerdings sind die halt da am Drücker. Viele warten auch schon, haben scheinbar gar keinen Bock mehr, hier irgendwie zu fighten. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Das ist zu weit entfernt. Holla, die Waldfee. Na, okay, das sieht erstmal ganz gut aus. Ah, sehr schön. Dann sind die auch hier alle weggeräumt. Da hinten kommt noch einer. Ah, da hinten ist ein DK. Da sollten wir auf jeden Fall drauf. Weiß nicht, ob manche den Ping sehen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall direkt hier drauf. Ah, da kommen welche mit. Sehr, sehr schön. Guckt der in eine falsche Richtung? Nee. Es sah gerade so aus. Ah, okay, der DK ballert uns hier auf jeden Fall gut zu. So, aber... Nee. Nein, 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 nein. Nein, 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 ich möchte nicht. I don't... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich möchte nicht. Hilfe! Ich bin außer Reichweite. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? What the fuck, was war das? Was war das? Heil mich kurz hoch. Jetzt können wir versuchen, den DK hier noch zu bekommen. Aber es sieht tatsächlich ganz gut aus für uns. Würde ich sagen. Also beschweren kann man sich da jetzt eher weniger. Und vor allem kriegen wir es jetzt hier relativ gut hin. Die Horde, sag ich schon. Ich habe mich noch immer nicht dran gewöhnt. Mein Gott, ich spiele jetzt schon ein bisschen länger Horde, aber habe mich jetzt immer noch nicht dran gewöhnt in den paar Tagen. Aber wir können die Allianz hier relativ gut wegdrücken von den Türmen, dass die hier zumindest keine Chance haben.
besitzen allerdings trotzdem nur zwei Basen. Also ich finde, wir machen das overall eigentlich ziemlich gut, aber so komplett dominant sind wir nicht, dass wir jetzt sagen würden oder sagen könnten, die Allianz hat gar keine Chance. Und das ist jetzt hier tatsächlich nicht der Fall. So, Magie. Ne, das können wir nicht wegbannen. Magie ist blau. Das weiß ich bis heute tatsächlich gar nicht auswendig, ob alles, was Magie ist, blau ist und ob es irgendwie... Gift ist, glaube ich, grün, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, da achte ich tatsächlich nicht drauf. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal einen dicken Fight hier ein, aber werden dann wahrscheinlich so langsam dann gewinnen können. Nein, nein, nein. Oh, es ist doch... Ah, scheiße. Da hat es leider nicht mehr ganz gereicht. Da wurden wir leider weggedrückt. Ja, jetzt müssen wir vor allem hier noch 18 Sekunden warten. Aber ich würde sagen, es läuft doch tatsächlich ganz gut. Jetzt sogar 26. Ja, jetzt erleben wir das Ende wahrscheinlich noch nicht mal. Ne? Aber ich würde sagen, auf jeden Fall, wir können zufrieden sein. Hat Spaß gemacht, hat Bock gemacht. Aber das Ding ist durch. Das haben wir auf jeden Fall gewonnen. Sehr, sehr schön. Freut mich an der Stelle. Und ja, 10 Sekunden, 9, 8, 7 und dann geht es weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir die Flagge gerade haben. Ja, wir haben tatsächlich sogar die Flagge. Dann sollten wir jetzt direkt gewonnen haben. Der bringt die jetzt hier rein und dann sind wir noch dabei. Und zack, damit haben wir gewonnen. Sehr, sehr schön. Ja, war ein cooles BG, haben wir gut gemacht, würde ich sagen. Auf jeden Fall die Überhand hier gehabt. Und an der Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Damit unterstützt ihr mich am meisten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. In dem Sinne, haut da rein, euer Zeronos. Ciao, ciao.